Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Raikkonen und ein Sauber, Daniel Ricciardo und Massa, Hamilton, Grosjean, Sainz Jr. und Dani Quert, Verstappen, Perez, Esteban Ocon und Palmer, Hülkenberg, Alonso, Kevin Magnussen und Lance Stroll. Wehrlein und Stoffel van Dorn vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit. Denk daran, der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Kann sein, dass Gegner versuchen werden, dich innen zu überholen. Und damit hey und willkommen zu einer weiteren Folge von Formel 1 2017. Wir starten heute das Rennen in Kanada und wir starten von Startreihe 2. Ja! Aber gut, wir gucken mal nach der Rennstrategie. Wir müssen 18 Runden fahren, deshalb nehme ich mal so für 18,5 Benzin mit und wir gucken mal, ob wir denn das noch... Nö, das kann ruhig in Runde 7 bleiben, alles gut. Und warte nochmal kurz das Regenradar ansehen. Es könnte noch Regen geben am Ende des Rennens. Ich hoffe, das wird nicht der Fall sein, aber ich denke mal... Wir starten einfach mal das Rennen und gucken mal, wie es läuft. Okay, und? Go. Wir sind solide gestartet, haben jetzt nichts verloren bisher. Und Raikkonen drängelt sich jetzt mal vor uns. Und von hinten werde ich als geschubst, ich kann gar nicht mehr lenken. Was haben die hinter mir gemacht? Weg da, Ricardo. Alter, der rammelt mich in die Wand fast. Oh, krasser Start. Wir haben dadurch schon viel verloren auf die Spitze. Weil die haben mich einfach von hinten so gedrückt, ich konnte gar nicht mehr lenken von alleine. Alter Schwede. Wir haben es aber ohne größeren Schaden überstanden. Und vielleicht können wir sogar wieder in den Windschatten kommen, der drei da vorne. Was ich aber eher nicht denke. Denn die sind einfach leistungstechnisch viel... höher angesiedelt als wir. Da müsste schon viel passieren, dass wir da wieder rankommen. Aber probieren können wir es ja. Und DRS haben die ja auch noch nicht aktiviert. Wir sind gerade so hier ganz alleine vor uns, ein paar hinter uns, der Rest. Und wir fahren gerade so ein bisschen für uns alleine. Ist, denke ich mal, okay, würde ich sagen. Erste Runde überstanden. Der Start war natürlich nicht ideal, aber wir haben immerhin den Platz gehalten und wurden nicht von hinten überholt. Und allzu viel verlieren wir jetzt noch gar nicht auf die drei da vorne. Mal gucken, ob das denn so bleibt, wenn wir besser fahren. Ich habe jetzt gerade die Zeit nicht gesehen. Wie viel waren das eben? Oh nein, da habe ich mich verbremst. Mist. Das hat Zeit gekostet, verdammt. Och nö. 2,5 schon. Das war gut um die Kurve gekommen. Und dann schauen wir mal. Vielleicht kommen wir irgendwie ran, ich weiß es nicht. Das wäre echt nice, aber wir verlieren, glaube ich, zu viel dann mit der Zeit auf die drei da vorne. Die haben einfach zu viele Vorteile. Und letzten Endes fahren die auch einen Tick stabiler als ich. Und haben dann auch noch Leistungsvorteile, aber egal. Das DRS ist bisher ganz gut. Ja. Okay, die haben jetzt also DRS. Vielleicht können die, halten die sich gegenseitig irgendwie ein bisschen auf. Mal gucken. Vielleicht kommen wir denn da dann ein bisschen ran. Alles klar. Viertel führt.
Okay, das ist gut. Vettel kann gerne das Rennen gewinnen. Das wäre für mich jetzt kein nichts Schlimmes. 2,9 Sekunden jetzt Rückstand. Ja, wir haben einfach keine Chance dran zu bleiben, leider. Aber wir können bisher auch den Rückstand, also den Vorsprung nach hinten, wahren auf jeden Fall. Also der ist jetzt nicht kleiner geworden in den letzten Runden. Oder in den ersten drei Runden, sagen wir mal so. Das Radar sagt Wetterveränderung in ungefähr 5 Minuten voraus. Och nee, ne? Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 3,6 Sekunden. Ja, alles noch im Rahmen, würde ich sagen. Oder gab es gelbe Flaggen hinter uns? Da ist irgendwas passiert. Und ich bin voll wegge... Nein. Carlos Sainz ist aus dem Rennen, okay. Das war jetzt gerade richtig schlecht. Ich habe mich total verbremst. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,7 Sekunden. Ich habe mich gerade total verbremst. Und hier nochmal. Wir waren sogar ein bisschen rangekommen an Raikön. Also ein paar Zehntel. Aber das habe ich jetzt damit wieder verspielt. Verdammt. Komm, das muss. Muss so weitergehen. Nee, ich behalte und wieder verbremst. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für eine Runde? Die drei davor waren echt solide und jetzt die hier ist ein bisschen blöd gelaufen. Hamilton ist jetzt schon hinter uns. Okay, der die anderen alle überholt. Der ist ja, glaube ich, Elfter gewesen oder so. Nach dem Qualifying. Der wird uns auch jetzt gefährlich werden irgendwann, gehe ich mal von aus. Achtung, Achtung. Oh, da ist jemand ausgeschieden. Oder ist das Carlos Sainz? Es ist noch Carlos Sainz, oder? Ja. Von den dreien da vorne ist keiner verunglückt. Gut so, komm weiter. Wir sind schon in Runde 5. Und wir sind immer noch auf dem vierten Rang. Und ja, von hinten kommt jetzt langsam der Hamilton. Der dürfte uns dann irgendwann Konkurrenz machen hier auf der Strecke. Nach vorne wird jetzt schwer, denn da habe ich eher keine Chance. Aber ich kann den Hamilton eventuell verteidigen. Mal gucken, ob das klappt. Aber vielleicht passiert ja da vorne auch mal was. Es kann ja auch sein, dass die sich mal irgendwie gegenseitig von der Strecke schießen oder irgendein Fehler passiert, wo sie Zeit verlieren. Kann alles immer passieren. 1.15.7. 1.15.5. Und wir sind da 1.16.8 gefahren. Schon krass der Unterschied. 3,6 noch auf Hamilton. Das wird aber wahrscheinlich bald weniger. Ah, nicht ganz ideal, aber insgesamt nicht schlecht. 3,9 haben wir jetzt sogar auf Hamilton. Also wir haben gerade ausgebaut, komischerweise. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, aber hört sich gut an, würde ich sagen. Mal sehen, ob es denn noch regnet dann. Das könnte noch ein bisschen Chaos in die ganze Sache bringen. 3,6 jetzt, okay. Wir hatten bisher nicht einmal DRS, weil keiner vor uns war. Ja, die Spitzengruppe ist schon sehr weit weg. Und die fahren pro Runde eine Sekunde schneller als ich. Auch wenn ich perfekt fahren würde. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Jetzt schon? Okay. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 20,2 Sekunden. Cool, wir haben 20 Sekunden Vorsprung auf Wehrlein. Unser aktueller Kontrahent ist ja Esteban Ocon. Ich weiß gar nicht, wo der liegt aktuell. Der war aber nach dem Qualifying, weiß ich jetzt gar nicht mehr, 12. oder 13. irgendwie so rum. Auf jeden Fall da in der Nähe von Hamilton. Und unser Teamziel ist es, Platz 11 zu erreichen in dem Rennen.
Aber da wir gerade Vierter sind, wäre das auch schon erreicht. Und ist auf jeden Fall mein Anspruch, auch den Platz hier erstmal zu halten. Wir fahren ja bisher ganz gut, es klappt eigentlich sehr schön hier. Oh ja, das mache ich. Und dann bin ich mal gespannt, ob es denn noch regnet und was dann mit dem Rennen passiert. Weil das gibt ja auch nicht nochmal ein bisschen Chaos, wenn dann alle nochmal in die Box müssen, nur noch wegen den Regenreifen. Und wir rammen jetzt volle Kanne in die Box. Ja, okay, wir sind in der Box und Hamilton kommt hinterher. Ich hoffe, der überholt uns nicht und das könnte Vettel oder... Nee, ist Raikön. Nee, ist doch Vettel, oder? Ja, müsste Vettel sein, weil der gerade vor uns fährt. Da fahren nur einige dran vorbei und wir sind wieder draußen. Okay, schon mal nicht überholt worden, das ist gut. 3,0 Sekunden ist nicht der schnellste Boxenstopp, aber ist in Ordnung. So, und wir, jetzt haben wir nur Ocon vor uns und Hülkenberg und Palmer waren das, glaube ich, die beiden Force India, Force India Renault, keine Ahnung. Okay, mal sehen, wie wir denn hier mit den Supersofts mithalten können. Die fahren auch beide Ultrasofts, also die hinter mir und der Ocon vor mir. Wir sind trotz Boxenstopp immer noch Siebter. Das ist eigentlich ganz cool, oder? Okay, sehr schön. Gut um die Kurve gekommen und wir konnten uns näher ransaugen, glaube ich, ein Stück. Vielleicht bekomme ich sogar jetzt DAS. Nee, ich war noch zu weit weg. Okay. Ich glaube, das war eine ganz gute Runde mit den Supersofts und Ocon bleibt immer noch draußen. Der Abstand zum Hintermann beträgt 1,7. Okay, Wehrlein war jetzt auch in der Box oder ist gerade in der Box. Und wir sind wieder Fünfter. Das war nicht ideal. Mano. Aber das war schön. Sehr schön gefahren. Und langsam kommt der Regen. Ich glaube, ich habe gerade ein paar Tropfen gesehen. Das, ja, ich sehe es. Ah, Mist. Das war nicht gut. Okay, der Joya und Palmer ist hinter uns und hat auch noch Ultrasofts drauf. Das heißt, oder spekulieren die jetzt, dass die gleich auf Regenreifen wechseln? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommen die auch jetzt gerade rein. Gucken wir mal, was er jetzt macht. Und wir haben DRS. Sehr schön. Damit können wir uns ein bisschen näher ransaugen. Und er fährt durch. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Aber wir konnten uns noch mal DRS mitnehmen. Das war doch ganz cool. Und wir sind wieder Vierter. Das Blöde ist, wir können bald wieder rein in die Box und uns Intermediates holen, denn jetzt fängt langsam der Regen an und da müssen nochmal alle wieder in die Box. Wir hätten natürlich probieren können, auf den Ultrasofts einfach durchzufahren, bis es regnet, aber das wollte ich jetzt nicht. Ich hoffe, der Regen, der braucht noch ein bisschen, dass wir noch so zwei, drei Runden im Trockenen fahren können oder auf trockenen Reifen, denn mit den Intermediates fahren möchte ich jetzt nicht unbedingt. Das macht nicht so viel Spaß wie im Trockenen zu fahren, aber gut. Die anderen haben die gleichen Verhältnisse und Bedingungen. Und ja, mal gucken. Aber es hat jetzt keiner, glaube ich, oder ist keiner bisher durchgefahren auf Ultrasofts. Ich glaube, sowas machen die KI-Fahrer nicht. Okay, super. Sehr schön um die Kurve gekommen. Das war auch schön. Schön geschmeidig, keine Curbs. Großartig getroffen. Ah, ja. Oh, oh, aufpassen. Oh nein.
Ach du Scheiße, da hab ich jetzt Zeit verloren, ohne Ende. Das hat eine halbe Sekunde gekostet, mit Sicherheit. Es ist so rutschig auf den Körbs, wenn die nass sind. Die sind ja ohnehin schon sehr rutschig, die Körbs, aber wenn es dann noch regnet, dann kannst du ganz vergessen. Und du darfst nie auf den Körbs Gas geben. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden mit den Reifen. Ja. Wir haben ihn ja auch gerade erst drauf gemacht, Jeff. Das weißt du doch. Der Lewis kommt. Kommt er näher oder können wir den auf Abstand halten? Ich denke mal, durch den Fehler eben wird er einiges aufgeholt haben in der Runde, aber insgesamt haben wir ihm mehr abgezogen als vor dem Boxenstopp. 9,4 Sekunden, Alter. Da haben wir aber Gas gegeben. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 8,1. Oh ja. An den 9 Sekunden war das eben nach vorne, richtig. Ich habe falsch geguckt. Also noch muss man nicht wechseln, die Reifen, und wir sind schon in Runde 12. Es tröpfelt alles vor sich hin, aber so richtig nass ist es noch nicht. Aber früher oder später müssen wir nochmal reinkommen, denn durchfahren wird man wahrscheinlich nicht können mit den Slicks. In etwa 10 Minuten könnte es auf der Strecke stark regnen. Ach nee. Starkregen brauche ich aber nicht unbedingt. Es wird auf jeden Fall schon mal langsamer, die Strecke. Das merkt man. Auch wenn ich gerade Fehler gemacht habe, ein paar. Aber trotzdem wird es langsamer. Und wir müssen dann auch bald in die Box fahren, denke ich mal. Wenn es in 10 Minuten Starkregen gehen soll. Ich hoffe, das können wir noch auf Intermediates lösen und müssen nicht auf Full-Wets gehen. Das wäre noch schlimmer. Dann könnte es auch nochmal gefährlich werden. Denn da rutscht man schnell weg im Regen. Das war ein bisschen zu zaghaft. Okay, Abstand zum Teamkollegen 30,3 Sekunden. 30 Sekunden auf Wehrlein. Nice. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Aber wir fahren jetzt ein sehr einsames Rennen aktuell, weil wir haben keine Konkurrenz von hinten. Raikön und Vettel und Bottas sind vor uns. Die können wir auch nicht kriegen. Aber ich verstehe nicht, warum Hamilton so eine schlechte Pace hat. Dass der sogar auf uns verliert. Was hat er denn gemacht? Weil Bottas kann ja mit den beiden Ferraris mithalten. Warum kann er das nicht? Die Situation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten. Ja, ich warte noch ein bisschen auf jeden Fall. Ist mir auch noch zu wenig Regen. ...8,8 Sekunden auf Hamilton, immer noch. Also wir können sogar die Zeit ausbauen. Wenn wir gut fahren, natürlich. Ach stimmt, wie sieht es mit dem Benzin aus? Ja, ist okay. Sind leicht im Positiven, also eine halbe Runde haben wir mehr. So, Runde 14. Wir sind schon. Wir haben schon das meiste absolviert. Wow. Und noch 5 Runden müssen wir fahren. Und die letzten Runden werden wir wahrscheinlich mit Intermediates fahren müssen. Und ich rutsche hier schon deutlich hin und her in den Kurven. Ich glaube, so langsam ist es Zeit. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 9,5 Sekunden. Langsam könnte es Zeit sein für Intermediates. Vielleicht nur ein, zwei Runden. Oder auf jeden Fall noch die nächste Runde. Ich denke mal, das ist jetzt noch zu wenig. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 12,1. 12, Alter. Okay. 9,3 Sekunden auf Hamilton. Wieder ausgebaut. Um eine halbe Sekunde ungefähr. Und ich stelle hier schon mal um den Boxenstopp auf Intermediate. Wir fahren aber noch diese Runde zu Ende. Wenn es dann nicht stärker wird, fahren wir noch weiter, wenn es in der Runde. Okay, Abstand zum Führenden 13,1
ja. Ist okay. Die kann ich eh nicht mehr einholen. Wir können nur darauf hoffen, dass einer von den dreien vielleicht ausscheidet. Aber das wollen wir nicht. Oh oh. Mal sehen, was Jeff gleich sagt zu dem Regen und mit dem Reifen. Ich weiß ja nicht. Okay, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen Reifenwechsel an die Box. Okay, machen wir, Chef. Sehr gut. Also eine sehr solide Leistung bisher. Da vorne sind die Führenden. Haben wir mal ganz kurz auf der Karte gesehen. Die sind auf jeden Fall zu weit weg. Okay, mal sehen. Dann wollen wir mal auf die Intermediates wechseln. DRS ist deaktiviert, das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass es stärker wird. Ja. Super. Dann wechseln wir mal auf Intermediates und hoffen, dass wir die letzten vier Runden noch schaffen. Mal sehen, was die anderen Teams jetzt machen, ob die auch wechseln oder noch einmal durchfahren. Die fahren sogar noch durch. Hamilton und Perez sind durchgefahren. Mist. Naja, vielleicht. Alter, wir sind mit einem Boxenstopp noch vor Hamilton. Also direkt hinter Hamilton. Das gibt's ja gar nicht. Und er hat keinen Grip. Guckt, wir können ihn einfach ganz leicht überholen. Das heißt, wir haben richtig entschieden und er hat falsch entschieden. Er ist zu lange drin geblieben. Das haben wir gut gemacht, Leute. Wir haben auf Jeff gehört und sind direkt reingefahren. Das war gut. Wir haben nämlich eben gesehen, wir haben einen deutlichen Grip-Vorteil gegenüber Hamilton auf den Supersofts. Und Raikön fährt immer noch auf Supersoft. Das heißt, wir könnten sogar aufholen auf ihn, aber die sind zu weit weg, ja. Ich denke mal auch, dass die jetzt reinfahren werden. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Oh nein, ich habe mich verbremst. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe gehofft, wir könnten in der Runde noch ein bisschen aufholen, aber mit dem Verbremsen haben wir natürlich wieder ein paar Zehntel verloren. Mal gucken, wo jetzt der Raikön und der Bottas auftauchen. Aber die sind zu weit weg, ja. Das ist kein Thema mehr, leider. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal konzentrieren darauf, dass wir Vierter bleiben. Aber Bottas ist immer noch draußen mit Supersofts. Das heißt, der war gar nicht drin. Vielleicht können wir doch noch die Leute aufholen. Vielleicht wollen die durchfahren. Kann das sein? Wollen die echt durchfahren mit den Supersofts? Ich fahre aber auch gerade wie eine Karre Mist, ne? Da vorne müsste Vettel sein und dahinter ist Bottas und Raikön. Es ist gar nicht mehr viel. Nicht mehr so viel. Ja, 9. Guck mal. Nur noch 9 Sekunden, Leute. Nur noch 9 Sekunden. Es waren eben noch 23. Komm, wir schaffen das. Alter, das wäre so geil, wenn wir in der letzten Runde noch den Bottas holen würden. Aber dafür muss jetzt alles passen. Und der ist er. Wir sehen ihn schon auf der Karte vor uns. Wir können ihn noch holen, wenn wir Glück haben. Komm schon, wir müssen ihn holen. Da ist Bottas. Man sieht deutlich, er hat überhaupt keine Chance mehr, mit den Supersofts zu fahren. Die haben sich deutlich verkalkuliert. Die haben sich verkalkuliert, die Leute. Die Spitzengruppe hat's verkackt. Und wir haben Bottas noch eingeholt in der letzten Runde. Das gibt's doch gar nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, aufpassen. Oh.
Raikön ist jetzt vor uns. Eventuell können wir den auch kriegen. Komm schon, der Raikön ist auch nicht mehr weit weg. Wir haben aber leider nicht mehr viele. Ah, das wird sehr knapp. Das wird sehr knapp. Komm schon. Da ist er. Wir haben jetzt nur noch die eine Gerade und dann die Kurve. Das wird richtig, richtig knapp mit Raikön. Aber ich denke, das, ja, schafft ihr leider. Wow. Wenn du weiter so die Entschuldigung. Brummt dir die Rennleitung eine Strafe auf. Gute Arbeit. Du hast dich heute gut geschafft. Wir sind tatsächlich noch Zweiter geworden. Wir haben ihn. Alter Schwede. Was war das denn? Wir haben ihn gerade noch 10 Meter vor der Linie überholt. Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Stefan, was hat hier wohl den... Da kommen Sie also... Wie geil ist das denn? Was haben wir denn da gemacht? Ich bin natürlich gerade in ein hohes Risiko eingegangen mit dem Abkürzen. Aber ich wollte einfach alles probieren, um da noch ranzukommen. Und es hat einfach gereicht. Wir haben Raikön auf den letzten Meter noch überholt. Das ist einfach unfassbar. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Sebastian Vettel, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Ich würde sagen Sebastian Vettel. Einige behaupten, er hätte seine Probleme mit Rad-an-Rad-Rennen, aber wie man heute gesehen hat, ist das Unsinn. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ach Leute, ey, was war das denn für ein Rennen? Wir werden einfach noch Zweiter, weil die Spitzengruppe nicht auf Intermediates gewechselt ist. Und wir konnten, obwohl wir den Boxenstopp gemacht haben, noch so viele Sekunden aufholen, um Bottas und Raikön abzufangen. Und Raikön haben wir auf der Ziellinie abgefangen. Wie krass war das denn? Das war ein richtig geiles Rennen. Richtig nice. Also, das habe ich noch nie erlebt in dieser Saison und auch in der ersten nicht, aber cool. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Und bis dann, Leute. Tschüss.